Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt heute die Mathilde. Hier war eine kleine Spoilerwarnung, Mathilde steht oben drüber. Ja, heute geht's ab in die City und wir wollen in die Bücherei. Denn wir müssen ein bisschen, ja, wir brauchen Baupläne. Hoffentlich auch für ein Moped. Miep, miep. Weil, wie gesagt, die Ausgangssituation ist diese. Wir haben noch keinen optimalen Ort gefunden, wo wir sagen, oh, da würden wir gerne mal bauen und alt werden. Ah, Schlange, ich bin weg. Töte sie, ess sie auf. Ja, ne. Letztes Mal hat die eine Schlange mich auch so dermaßen mit zwei Treffern fast gekillt. Ich habe nur 63 Lebenspunkte. Ich habe auch nur 70, stell dich mal nicht so an. Mimimimi. Ja, wer macht denn hier Mimimimi? Das ist Survival! Survival! Ja, muss man auch mal mit ein paar Kratzern klarkommen. Ein paar? Mein Körper ist übersät davon. Nö. Heul doch. Mach ich auch. Alleine in meiner Kammer, wenn ich zu Hause bin. Da heul ich den ganzen Tag. Weißt du noch genau, wo das war? Oh. Ja, ich habe mir das gespeichert. Fantastisch. Weil die Stadt hast du ja ausgekundschaftet. Naja, ausgekundschaftet wäre jetzt etwas übertrieben. Ich hatte sie in der Ferne gesehen, bin einmal hier gelaufen und relativ am Anfang war halt diese etwas anders aussehende Bibliothek, Bücherei, Buchhandlung, was auch immer. Genau. Und sonst war ich eigentlich gar nicht in dieser Stadt. Genau, wie, warte mal. Buchhandlung, wir machen mal Schleichwerbung. Achtung, Werbung. Ja, wir nennen es einfach Graf. Die Buchhandlung Graf. Nicht Graf, sondern Graf. Graf? Doppel-F. Ja, stimmt. Kauft eure Bücher bei Graf. Genau. Wir werden nicht von denen gesponsert, aber wir mögen den Laden. Absolut. So, da, also ich bin jetzt schon da, wer eine oder andere sieht. Ja, meine Ausdauer. Ja, falls euch das mit diesem dritten Bild gefällt, das war so eine Idee, die hatte ich letztens einfach mal, sagt einfach mal Bescheid, ob wir das so beibehalten wollen oder ob ihr sagt, oh nee, wenn da so zwei irgendwie sind, ist zu unruhig, gebt einfach Bescheid. Ich habe auch, wie ihr seht, schon mal hier die Tür eingehackt und dachte mir, ach nö, das wäre vielleicht ein Laden, den kann man mal gut zeigen. Ja, hatte irgendwas von so einem Rathausgebäude oder so, ne? Ja, ne? Ich fand es auch nämlich einfach ganz geil. Bin ja auch einmal nur kurz reingegangen und dann eigentlich sofort wieder raus. Ah ja, die Zombies liegen ja hier auf den Schränken. Wie kam die auf die Idee so? Ah, eine Zombie-Apokalypse. Ich muss mich auf dem Schrank verstecken. Das Witzige ist, durch die Aufnahme sieht man bei mir den Heinrich eigentlich nicht. Das ist sehr lustig. Also es muss durch das Aufnahmeprogramm kommen. Ja, ich bin ein Geist. Oh, gesnipert. 2 Meter Entfernung. Bei dir die Seite sauber? Ja. Okay. Dürfen? Nein, doch nicht. Aua, 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 oh. Aua, geh weg. Ein Haufen kommt, ein Haufen. So viele Leute sind noch nicht in einer Bücherei gestorben, das ist doch unwahrscheinlich. Ja, vielleicht haben die sich alle Survival Tools geholt. Komm her, du Hip-Hopper. Hop, hop. Stirb! Aua, ich war viel zu weit weg, wie konntest du mich treffen? Ah, es kommen gleich noch mehr. Wo ist mein Knüppel? Also ich glaube, wenn das jetzt eine echte Bücherei wäre, wäre hier keine Sau. Eine Kuh. Lies mal einen Baseballschläger. Ich muss gleich mal verbinden. Oh mein. Kopfhörer richten.
Kopfhörerprobleme. Ja. Wollen wir uns erst... Nur auf einer Seite. Das Erdgeschoss looten oder wollen wir nochmal das ganze Haus durchsuchen? Ich will jetzt erstmal hier meine Kopfhörer. Was ist das? Technische Probleme. Ja. Das ist blöd, wenn man nur auf einer Seite Ton hört. Also looten, bist schon dabei. Ja. Antwort wäre auch eine Antwort. Oh. Entschuldigung. Und ich warte hier. Ich habe meine technischen Probleme gerade etwas aus dem Konzept gebracht und ja, ich höre immer nur noch auf nur einer Seite. Klingt nach Wackelkontakt dann, ne? Ja, der ist schon länger da. Ach schade, ich dachte schon, das wäre für Motorräder. Bisher nur Papier gefunden, kein einziges Buch. Ah, doch, ich habe für Lederbrustpanzer und für Pistolen. Und Bücherei ohne Bücher. Ah, Armbrust. Armbrust ist das. Halt ich es in der Hand, geht das, dass ich es los, geht's nicht. Nerv. Oh, jetzt geht's. Ich bin hier noch in der Küchenecke, ne? Ich wundere. Ja, ich bin gerade wieder im Klo. Ganz schön düster hier. Oh, scheiße. Ach, wir haben einen Kunden. Herzlich willkommen. Bei Graf. Was kann ich Ihnen geben? Einen Kaffee haben wir nicht. Kaffeemaschine ist kaputt. Immer diese Kunden. Jetzt ist er einfach verschwunden. Ich wollte gerade einen Kaffee zubereiten. So. Ach, da ist noch ein Chili da. Meinst du ja, dass du in der Küche bist? Dann gehe ich schon mal vorsichtig rein. Nee, erstmal verbinde ich mich. So, ab 8, bei 28. Ja, da kann man das schon mal machen, ne? Oh, wo sind sie? Wo sind sie? Ja, die sind draußen. Ach so. Dann fröhliches Looten. Nur etwas nervt. Ja. Der nervt. Ist man in der Bibliothek, man will lesen und dann sowas. Oh! Ja. Hast du Motorrad gefunden? Nein, aber Jagdmesser. Das ist auch nicht schlecht. Ich habe zwei Bücher über die Pistole gefunden. Scharfschützengewehr. Armbrust habe ich auch. Oh, Erdbohrer. Armbrust hast du auch, dann kann ich ja meine Armbrust kaputt machen. Ja. Ach, hattest du eine zweite gefunden? Ja, klar. Ich nehme erstmal alles mit, vergleichen können wir ja wie gesagt später. Wunder dich nicht, hier sind auch noch Zombies. Die stehen hier und tun nichts. Liegen hier rum. Nichts tunt. Sitzend. Sitzend, ja. Oh, Schweine. Ach, Munition. Munition nehme ich immer gern mit. Das hier. Huch, Jagdmesser. Ah, Taschen. Kann ich dir zu Hause ein schönes Jagdmesser machen? Ja, das ist gut. Nehme ich. Ach, jetzt ist es schon durch. Buch, Dieben.
Pistole hast du ja schon, hast du gesagt. Ja, ich habe 2 Bücherpistole. Hast du schon? Ja. Dann kann ich das ja quasi zerlegen. Schade, dass wir hier... Also, wir haben gute Bücher hier gefunden. Ich habe noch Lederkapuze, wenn du brauchst. Du bist unser... Dann zerhacke ich das. Kettensäge. Oh, würde ich nehmen. Hier oben, in der Kiste. Ich habe noch Jagdgewehr und Scrap Chest Armor. Also Alteisen. Ja, leg hier einfach mal oben in diese Kiste hier. Kiste. Hast du? Oh, das Jagdgewehr hatte ich noch nicht. Und das andere auch noch nicht. Sehr schön. Die Alteisenrüstung. Mensch, jetzt haben wir uns richtig gebildet. Total. Leider haben wir nicht alle Bücher gefunden, die wir gerne gehabt hätten. Aber hier gibt es ja noch mehr, auch in anderen Städten. Da gibt es ja auch wunderschöne, riesengroße Buchläden. Die werden wir auf jeden Fall momentan erstmal... Warte mal. Ich muss raus und wir müssen diesen Typen da verwahren. Das geht gar nicht. Es ist eine Bibliothek. Es ist Ruhe. Da ist er. Ich bitte um Ruhe, Sie kleiner Störnfried. Das geht gar nicht, du Störnfried, du. Eine Bücherei, da gehört sich Ruhe. Kleiner Sack, du. Entschuldigung. Dein Gammelfleisch kannst du auch behalten. Brauche ich nicht. Ja. Dann. Oh, Reparaturkits. Können wir eigentlich so ein bisschen die Stadt einfach mal. Ja, ich bin schon halb gefüllt. Was gibt's das denn hier? Eine Herausforderung, gut gemacht. Ich habe auch eine. Aber dicht und dichter. Aber ich würde sagen, die machen wir später, wenn wir ein bisschen mehr Ausrüstung haben. Die würde ich jetzt nicht machen wollen. Also wir können uns ja hier so diese kleineren Häuschen mal so ein bisschen anschauen. Ich hätte jetzt gedacht, wir gehen nochmal weiter in die Stadt rein. Vielleicht gibt's ja noch ein Crack a Book oder irgendwas anderes. Ja, das können wir auch machen. Kennst du noch eine Kirche? Die Kirchen hatten auch immer ein Regal mit Büchern. Stimmt. Ich gehe hinten rein. Nee, ich komme mit. Vielleicht brauchst du Hilfe. Hallo? Hack mal ein bisschen schneller, ich will da rein. Ich will auch schießen. Aua. Hey. Katze, Feuer. Wir sind hier. Alles gut, Katze. Die hätten wir bestimmt ja nicht gehört, ne? Ach, Katze, komm her. Hat sie wieder schlecht geträumt? Ja. Alles gut, Katze. Ja, die Katze ist immer bei uns in der Nähe und lag jetzt auf dem Fass und hat geschlafen. Ja, wir haben im Arbeitszimmer ein Fass stehen. Ein Katzenfass würde ich das nennen. Die stirbt auch gar nicht, ja? Jetzt aber. Jetzt ist sie tot. Ein Bücherregal, ich hab's geplündert. Hier ist ein Eisenhelm. Ja. Ich hab Helme gelernt. Wow. Und Gott sprach, reiß diese Küche ab. Ich glaube nicht, dass Gott. Denn ihr braucht eine neue Küche. Vom Küchenbaumarkt. Ja. Achtet nicht auf den Heinrich in der Ecke, denn er spricht ganz schön viel Blödsinn. Hund! Wo? Ich weiß nicht. Also er hat wohl, hinter diesem einen Gebäude, hat er wohl was angefangen. Reh! Ja, okay, Reh ist auch okay, aber nicht mehr... Auch wenn das Reh ein Hirsch ist, aber... Nicht mehr zurück zur Kirche. Oh, Hirsch, bei Dinner. Ja, den meine ich doch. Dinner for one. Oder two. Dinner for winner. Hallo. Bleib stehen, Hirsch. Bist du schon tot? Ich glaube, du bist schon tot. Hey. Ah, da hoppelt weiter. Jetzt habe ich ihn gekillt. Hühnchen! Komm her, Hühnchen! Ich habe das Hühnchen getötet. Nimm mal das Reh auseinander, ich bin schon fast voll.
Ja, mache ich gleich. Ich muss erstmal das Hühnchen auseinandernehmen. Hey, das ist mein Huhn, mein Reh, du kleines Vieh oder Hirsch oder. Das Hühnchen gibt nämlich auch 3 Fleisch und Federn. Fast 50 Federn. Okay. Juhu! 13 Fleisch. Yeah! So, da hinten ist ja wieder noch eine Stadt in der Entfernung, wenn du da Richtung Osten, Südosten guckst. Hm. Wollten aber hier mal gucken, ob wir noch eine Buchhandlung finden. Kauft eure Bücher vor Ort, nicht bei Amazon. Amazon ist böse. Ich weiß nicht, hat da Amazon ihre Richtlinie mal irgendwann geändert und zahlen mehr den Schriftstellern? Keine Ahnung. Ich weiß ja nur, dass sie mal das so gemacht haben oder abgesprochen haben, dass die Schriftsteller quasi weniger verdienen, wenn sie Bücher bei Amazon verkaufen. Das Einzige, was gut ist bei Amazon, ist, dass auch Künstler, die nicht bekannt sind, halt darüber ihre Bücher für 1 Euro verkaufen. Dadurch halt ein bisschen Bekanntheit bekommen, aber sonst... Da ist so eine Schule, die könnte man nochmal... Schule? Ach ja, bei mir hier, ne? Ja. Das ist ein Kindergarten. Ne, das ist ja Schule. Eine das ist eine Stripperin hinter dir her. Oh! Hallo, Madame. Die haben Drogen oder Geld bestimmt bei sich. Auf dem BH. Geld. Ach ja, das sind ja... Piercings. Die hat Piercings in den Nippeln? Yep. Hab ich noch nie drauf geachtet. Ja, ich jetzt gerade mal so... Auch im Gesicht hat sie viel Metall. Und eine komische Tätowierung. Mit so einem Fischchen drauf. Fischi. Ich glaube, das war ein Keukapfen oder sowas. Ein Keukapfen? Genau. Ein Keukapfen. Du bist auch so ein Keukapfen. Oh, da steht schon einer in der Ecke da hinten. Ah, dann schieß mal. Ja, getroffen, mal nicht getötet. So eine verdammte Kacke. Na gut, dann gehe ich hier mal rein. Oh, hier liegt ein Fetti auf dem Boden. Oder, wenigstens. Das ist er noch. Guck mal an, ich habe einen Baseballschläger. Oh, das ist schon getötet. Jo. Ich wollte dir mal einen Baseballschläger zeigen. Oh, ist ja ganz schön dunkel hier. Ah. Aber hier, das Strom funktioniert hier noch. In den Spinden war ja... Oh, ein Footballhelm. Ach, du bist schon tot. Aber sonst waren ja eigentlich immer hier nur Klamotten, ne? Footballhelm brauchen wir noch. Ja, aber der ist halt Stufe 18, also Haltbarkeit 18. Ja, aber wenn wir den umbauen, dann... Wenn du entsprechend... Oh, ein guter Mantel. Wenn du die entsprechende Fähigkeit hast, dann wird der auch besser. Dann hat der dann auch mal eben Stufe 200 oder so, wenn du den baust. Juhu, Footballhelm. Sogar ein guter. Ich muss ja meinen Kopf... Oh, hier ist auch noch ein ziemlich guter. Ziemlich guter heißt was? Ein ziemlich guter heißt, wenn auch die Haltbarkeit nicht mehr die beste ist, 272. Das ist doch schon nicht schlecht. Boah, dann brechen wir mal die Klassenräume auf hier. Und hier ist noch einer mit 57. Mal gucken, wer noch alles in der Schule ist. School is over. Da steht schon einer. Na, haben wir irgendwie Mist gebaut und müssen in die Ecke stehen, ja? Hier liegt auch noch einer. Alter, ohne Lampe ist ein bisschen doof. Mhm. Die kann man echt sehr gut übersehen. Mhm. Lederarmschienen. Brauchen wir nicht, ne? Wo du sagst, wir sind jetzt in der Lage, ein Ding zu bauen. Eine Werkbank. Wir haben rein theoretisch das Zeug dafür.
brauche ich denn alles für eine Werkbank? Oh, ich brauche dringendst einen Schraubenschlüssel. Wir haben noch keinen einzigen Schraubenschlüssel gefunden. Doch, ich habe einen. Aber Wertbarkeit 33 und immer an Mann. Um was auseinanderzunehmen. Dann kannst du damit nämlich mal Autos auseinandernehmen, weil für schöne Helme brauche ich elektrisches Zeugs. Boah, diese sitzenden Leute habe ich übersehen. Wir brauchen nämlich insgesamt 16 Electrical Parts. Ich habe ein Schweinchen gehört. Ein Schweinchen? Ein Schweinchen. Ich gehe mal raus. Ich habe ein Schweinchen gehört. Ich will das Schweinchen töten. Weil das Dumme ist nur, ich habe keinen Platz für die ganzen Sachen, die ich hier beim Auto auseinandernehme. Dann müssen wir gleich mal gucken, ob ich ein bisschen was von dir nehmen Kaffee kann. Brauchen wir nicht, Kaffeesamen, oder? Nein. Und ich. Und Leder finden wir auch. Habe schon 4 Slots. Mechaniker Parts. Ja, Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Ha! Ein Schuss, Schweinchen tot. Ach verdammt, ey. Ich liebe es, wenn sie mit einem Schuss sterben. Ich auch. So wie das Schweinchen eben gerade. Das war ein braves Schweinchen. War das bei Zomboid oder war das hier, das, wo man da, in der Schule immer so Waffen gefunden hat? Ich glaube, es war Zomboid, oder? Zomboid. Hat man mal Pistolen in der Schule gefunden. Ach, eine Küche. Ich bin im Klo. Na, die Lehrer haben mir schon alles geplündert. Einmal ein bisschen Licht an. Oh, Katzenfutter oder Hundefutter habe ich gefunden. In der Schule. Komm, Jan. So, ja, Katzenfutter. Seit wann darf man eine Katze mit in die Schule nehmen? Vielleicht gibt's hier eine Schulkatze. Also damals, als ich noch jung war, da gab's sowas nicht. Vielleicht war auch jemand einkaufen und ist dann zur Schule gegangen und musste das nach der Schule mit nach Hause nehmen. Oh! Hallo, Frau Lehrerin. Ich bleib hier nicht sitzen. Das kriegen Sie von hier, mein Referat. Ich mag den Baseballschläger. Du bist schon eine Etage höher? Achso, hier diese Magazine Painting zum Anmalen, die lese ich gleich, ne? Da hast du ja gerade ja, so. Ja, ich genauso gemacht. Ich hab sogar Farbe mitgenommen. Oh, ey! Musst du den Weg laufen? Aua! Ich hab hinten keine Augen, Mathilde. Noch nicht. Ist ein hübsches. Oh, hier sind Leute auf dem Klo. Was haben die da wohl auf dem Klo gemacht? Ich weiß nicht, vielleicht waren sie kacken. War es doch nur einer? Nee, das waren zwei. Ach, da kommt ja gleich der zweite raus.
Es klingt zwar komisch, aber ich liebe, wenn ihre Köpfe platzen. Ich hätte gedacht, es geht noch höher. Oh, hier sitzen sie wieder. Ich habe erstmal deinen Thunfisch, den ich gefunden habe. Papier brauchen wir nicht. Zack, weg. Zerlegen. Essen. Oh, ich bin Level 20. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und meine Spitzhacke ist fast im Arsch. Juhu! Oh, jetzt sind wir durch mit der Schule hier, ne? Oder was auch immer das war hier. In der Akademie. Ja. Ja. 17 Uhr, ich glaube, wir sollten noch mal nach Hause. Oh! Hm? Da war noch ein Cheerleader über. Brauchst du Hilfe? Nö. Na gut. Liegt auf dem Boden. Hab ich zerkloppt. Hat nichts dabei. Wie lange braucht man für den Hinweg? Ja, es ist nicht weit weg. Ich würde dann sagen, mach mal. Was denn? Ich lache nur darüber, wie du da so oben stehst und deinen Mais futterst. Ich brauch Platz. Alles gut. Nee, ich würde sagen, dass wir hier einen Break machen. Sind zwar. Und dann kann ich in Ruhe erstmal Autos ausschlachten. Mhm. Dann gucken wir noch, was du von meinem Zeug übernehmen kannst, damit ich Platz habe. Und dann, ja. Ja, morgen, wir werden mal gucken, ob wir wieder in die Stadt shoppen gehen. Oder in eine andere Stadt, wo auch noch schöne große Buchläden sind. Man kennt ja mittlerweile seine Gebäude. Genau. Gut, dann verabschieden wir uns erstmal. Haut rein, abonnieren, liken, Kommentare nicht vergessen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Tschüss.